So, komm, na. Wieso hast du nicht entwaffnet? Ja. Ah, Entschuldigung. Ja. Okay, Leute. Verteidigungsseminar. Das eine ist Zustich. Und ich mache diese Kacke hier. Was soll der Blödsinn? Ohne dass du versuchst, irgendwelche Schickimicki da. Kack, das alles nicht funktioniert. Sorry, das alles funktioniert nicht, okay? Heißt, verstehst du? Und weglaufen, okay? Aber richtige Technik, du sagst, das funktioniert gegen jeden. Ich kann alle entwaffnen, das ist Blödsinn, das geht gar nicht. Wenn zwei mit Messer kämpfen, ist einer schwer verletzt und andere tot, so ist das einfach, ja? Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Heute ein spezielles Video und ein Thema, und zwar ein Kampf gewinnen, ohne kämpfen zu müssen. Was glaubt ihr, geht das oder nicht? Darüber würde ich gerne was erzählen, okay? So, du hast verschiedene Optionen auf der Straße, ja? Aber die letzte Option sollte sein, ein Kampf oder eine Auseinandersetzung mit den Fäusten zu lösen, ja? Das sollte die letzte Option sein. Die beste Option ist, eine Auseinandersetzung mit der stärksten Waffe zu lösen, und das sind eigentlich deine Worte, ja? Ich rede wieder aus einer eigenen Erfahrung, werde da ein bisschen was erzählen, von früher, wie es auch bei mir war, und ob das überhaupt möglich ist oder nicht, ja, wie das überhaupt so läuft. Es ist so, liebe Kampfkunstbegeisterte, du hast vielleicht bei einer Auseinandersetzung deine Wut oder deine Kraft nicht unter Kontrolle. Das heißt, du kannst dir jede Menge Probleme sparen, wenn du versuchst, jede Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Selbstverständlich geht das nicht immer, aber dazu komme ich auch gleich. Aber stell dir jetzt vor, du hast eine Auseinandersetzung mit irgendeinem Typen, der vielleicht gerade aggressiv auf dich zugeht, weil er einen schlechten Tag hatte. Das war früher bei mir. Automatenspieler, hat gerade seinen Lohn bekommen, hat innerhalb einer Stunde sein ganzes Monatsgehalt verloren. Er hat Familie, er hat Kinder zu Hause. Dann kommt weinende Frau, will ihn nach Hause holen, geht er nicht, weint sie, er ist dann aggressiv, er will das Geld unbedingt wieder raus aus den Automaten holen, ist aggressiv, schmeißt den Automat zum Boden, greift andere Leute an. Ich habe da oft versucht, wenn es möglich war, Leute, immer solche Leute zuerst mit Worten, mit der stärksten Waffe einfach zu beruhigen. Was bringt mir dann, wenn ich ihn jetzt K.O. schlage? Ich weiß, der Typ, ich kenne ihn auch von früher, ne? Ich weiß, dass der Typ normalerweise in Ordnung ist, nur er ist gerade jetzt verzweifelt, er weiß nicht, was er tun soll. Er hat Familie, Kinder zu Hause, die er ernähren muss. Und er hat sein ganzes Monatsgehalt einfach innerhalb einer Stunde verspielt, alles reingeschmissen. Und er weiß jetzt nicht, er ist verzweifelt. Und das ist nicht gerade die beste Lösung, wenn du siehst, dass jemand aggressiv ist, dass du auch aggressiv auf ihn zugehst, ja? Weil dann ist schon ein Kampf vorprogrammiert. Das ist vorprogrammiert, das heißt, das ist komplett schlecht weg. Wenn es geht, ich habe es auch immer versucht, einfach mit Worten lesen, ihn wieder einfach runterzubringen, in irgendeiner Hilfe anbieten, wie auch immer, ja. Ich habe zum Beispiel einen Freund, vor kurzem ist ihm passiert, das ist dieser Boxer, mit dem ich vor ungefähr einem halben Jahr Video gedreht habe, slowakische Boxmeister, und der ist ungefähr 24 Jahre alt, ist oder 25, er arbeitet auch im Casino, jetzt mittlerweile nicht mehr. Vor ungefähr zwei oder drei Wochen ist es auch passiert, ein aggressiver Typ hat Geld verspielt, leicht angetrunken, und wollte einfach nicht raus. Er hat ihn zur Tür begleitet und dann hat angefangen, ihn zu attackieren. Er ist zweimal ist ausgewichen, und dann ist ihm einfach die Faust ausgerutscht. Diesen Freund von mir, bam, gebrochene Kiefer, und die Sache hat sich erledigt. Er ist dann mit der Polizei gekommen, hat ihn angezeigt. Jetzt hat er Angst, ob er vielleicht eventuell, wenn es zu einer Verhandlung kommt, kann er auch seinen Waffenschein vielleicht abgeben oder kriegt er irgendwelche Strafe oder wie auch immer. Und so, er ist so ein netter Typ, der Boxer, aber er hat auch gesagt, ich habe mich kurz nicht unter Kontrolle gehabt, bam, und das hat sich erledigt. Gebrochene Kiefer. Und wer glaubt jetzt die Polizei, ja? Die haben zwar die Bilder, aber heutzutage sind die Gesetze so, noch schlimmer, wenn du was behörst, irgendeiner Kampfkunst oder Kampfsport, bis zum Schluss du derjenige, der dann die Probleme bekommt, ja? Dasselbe ist bei übertriebener Notwehr. Verteidigen ist okay. Wenn du dann aber noch den Aggressor am Boden traktierst, ist es nicht mehr schön für dich und wirst du höchstwahrscheinlich mit Problemen rechnen müssen. Bei mir war das früher auch so, Leute, ja? Es ist auch nicht immer ohne Auseinandersetzung gegangen, ja? Und oft kommen einfach Leute auf dich zu und versuchen dich zu attackieren, dich mit Sachen, Gegenständen zu Boden bringen, wie auch immer. Das war auch in dieser Real-Life-Story, was ich euch einmal erzählt habe, wo mich auch einer attackiert hat, zuerst mit Glas schmeißt er mir ins Gesicht,
Und dann will er mir eine geben, habe ich ihm auch kleine, gleich eine gegeben, ist er unter Tisch gefallen. Da tut er mich weiter beschimpfen, treten, wie auch immer. Und solange ich mit ihm beschäftigt war, wollte der andere schon einen großen Aschenbecher nehmen und wollte mir einen Kopf haben. Gott sei Dank war da ein Freund, ein Gast von mir da und hat ihn mit einem Stoll von hinten überzogen und die Sache hat sich erledigt. Aber ihr wisst nie, mit wem ihr zu tun habt. Ich wollte einfach in diesen ersten Schritt, ich rede jetzt noch weiter, in den ersten Schritt sagen, wenn es geht, Leute, versucht jeden Kampf irgendwie erstens einmal aus dem Weg zu gehen. Oder die Probleme lösen, ohne dass ihr gleich auch aggressiv seid, dass ihr irgendwie euer Ego in Spielen, euer Ego raushängen lässt. Das braucht sie nicht. Ihr braucht niemanden da draußen was beweisen, weil zum Schluss habt ihr nur Probleme. Und ich weiß, wie es ist, Leute, ja? Ihr habt vielleicht Hemmungen. Ihr wollt einfach niemanden verletzen oder was Böses tun. Und diese andere, dem ist das komplett egal, ja? Heutzutage sinkt die Hemmschwelle auch immer weiter nach unten. Heutzutage ist es ganz normal, jemanden zu fünf noch am Boden traktieren, treten, wie auch immer. Es ist ganz normal. Aber ich will euch einfach einen Rat geben. Wenn es geht, versucht es irgendwie jeden Kampf aus dem Weg zu gehen. Außer man muss jemandem helfen. So wie ich es gemacht habe, habe ich auch einmal erzählt, das ist schon ungefähr ein Jahr her, wo dieses junge Mädchen belästigt worden ist, sexuell belästigt von einem Typen, angetrunkenen Typen, und ich habe den einfach zum Boden geschmissen und habe ich so lange auf ihn hingeschlagen, bis er sich nicht mehr bewegt hat. Ja, das ist mir auch erst später dann in Sinn gekommen, hey, was machst du da? Ich weiß, das ist der Aggressor, aber der bewegt sich ja nicht mehr. Ja, das war auch nicht so in Ordnung von mir. Aber ich bin wieder so ein Typ, wenn ich sehe, dass eine Frau oder ein Kind was angetan wird, da sehe ich einfach rot, ja. Aber mit den Jahren, ich bin jetzt schon viel ruhiger, ich habe schon seit Jahrzehnten keine Probleme mehr gehabt, will ich auch keine, ich hasse jegliche Gewalt. Ich liebe es einfach mit allen, einfach in gut auskommen und ich brauche keine Probleme, weil ich ein Familienmensch bin. Nur manchmal geht es nicht anders. Was dann noch ganz wichtig ist, Leute, dass ihr auch immer auf die Umgebung achtet und lernt irgendwie auch die Gefahr erkennen, ja. Das heißt, das habe ich auch schon einmal erzählt, wenn du irgendwo am Abend durch die Gassen läufst, vor allem auch Frauen, laute Musik, du gehst biegst um die Ecke, statt dass du kleine Bogen machst oder wie auch immer, gehst du da ganz eng und denkst du, ja, was mache ich dann morgen, wie viele Probleme, was muss ich morgen alles erledigen, und achtest du überhaupt nicht darauf, was passieren könnte, eventuell kann da einer lauern. Genau dasselbe, wenn du in ein Wohnhaus reingehst, wo ganz dunkel ist, oder siehst du irgendeine Clique draußen, irgendwelche Jugendliche, wenn du die Möglichkeit hast, dann gehst du nicht gerade an denen vorbei und tust du sie noch provozieren, irgendwie anschauen, sondern wenn du die Möglichkeit hast und siehst, dass die laut sind, eventuell gewaltbereit, dann wechsel lieber die Seite. Geh lieber 200-300 Meter rundherum, bevor du dir irgendwelche Probleme eineignest, weil das brauchst du nicht. Was ganz wichtig ist, dass du so trainierst, dass du im Falle eines Falles dich gut verteidigen kannst, ja. Das heißt, nicht irgendwelche sinnlose Techniken, die in der Realität nie im Leben funktionieren würden. Genau dasselbe gilt auch von Messer und Waffe, dazu komme ich auch noch gleich, Feuerwaffe meine ich. Aber du musst so trainieren, dass du Realität nah bist, ja. Weil alles andere ist einfach nur Hollywood und wird dir auf der Straße nicht helfen. Du sollst aber durch diese ganze realitätsbezogene Techniken wirst du auch dein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aufbauen, was dir dann auch wieder draußen hilft, solltest du irgendwelche Probleme haben, dass der Aggressor spürt, aha, dieser Typ hat keine Angst, ich könnte eventuell auch Probleme bekommen, weil es kann sein, der kann was, der ist ruhig, der ist nicht irgendwie gleich, dass er von Angst erstarrt, wie ich in dem letzten Video gesagt habe, oder die zittrige Stimme kommt oder wie auch immer, das heißt, nicht der Angst den Gegner irgendwie zum Spüren geben, sondern du hast dein Selbstbewusstsein aufgebaut durch diese Techniken, die du dir in den Monaten oder Jahren aufgebaut hast. Ja, das geht auch nicht von einem Tag auf den nächsten. Ach ja, nicht vergessen, es gibt immer bessere, ja? Weil ich will, Leute, dass ihr Kämpfer seid mit Stolz und Ehre, ohne jemandem was beweisen zu müssen und ohne zu provozieren, ohne aggressiv zu wirken. Ich will einfach, dass wir alle irgendwie, auch in meinen Videos, ich zeige euch dynamische, explosive Sachen, aber nicht um andere Leute zu verletzen, aber um sich selber besser zu fühlen, ja? Weil früher war das ganz anders, vor 20 oder 30 Jahren war das alles ganz anders, auch die Hemmschwelle war wo ganz, ganz anders wie heutzutage, ja? Aber mir ist es wichtig, ich spaziere durch die Straßen und ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wenn es sein muss, kann ich mich gut verteidigen oder meine Frau, meinen Kindern oder anderen unschuldigen Personen helfen, was mir schon in den vielen Jahren schon oft passiert.
passiert ist oder schon oft vorgekommen, aber nicht jetzt irgendwie nach Hause aggressiv zu wirken und andere Leute provozieren. Das brauchen wir als Kämpfer nicht. Dasselbe gilt Leute auch mit Messer und Feuerwaffen. So gut wie keine von diesen Techniken wird dir draußen wirklich helfen. Das heißt, wenn dich jemand, das habe ich auch schon im letzten Video gezeigt, wenn dich jemand umbringen will mit einer Feuerwaffe, dann tut er das einfach. Wenn dich einer abstechen will, dann tut er das auch, ja. Weil, dass die da irgendwelche Techniken funktionieren, da, wo du den Gegner entwaffnest und ähnliches Blödsinn, das kannst du da draußen vergessen. Du solltest das aber trotzdem weiter trainieren, so, dass du lernst, nicht mit Messer umzugehen, wie du jemanden beibringst oder wie du jemanden das Messer wegnimmst, sondern eher, dass du lernst. Probier's einmal, wenn da einer vor! So kommt, ja. Wieso hast du nicht entwaffnet? Ja. Ah, Entschuldigung. Ja. Und boom! Nach unten, ja. Wo das Messer dann ist, boom, boom, hier. Okay? Alles, was ihr macht, dynamisch, waffenlos, schaut genau dasselbe aus. Boom, hier. Mit Stock, hier, mit Messer, hier, wieder nur dynamisch, da, überall ist das ganze Körper drin. Okay, das musst du einfach merken. Das, was ich mit Stock machen kann, dynamisch, mache ich auch mit Messer, genau dasselbe. Mache ich waffenlos, genau dasselbe. Und nicht für jede Technik ist irgendwas anderes. Dann auf der Straße hast du 10.000 Techniken gelernt, aber kannst du nichts einsetzen, weil du dich nicht erinnern kannst. Ne? Dein Körper, deine Bodymechanik richtig zu verstehen und dass du diese Reaktionsfähigkeit einfach verbesserst, ja, dass du schnell reagierst, was dich dann selbstverständlich mit Messer und dann später in Waffenlosen hilft, schnell zu reagieren. Das ist das, was ich den Leuten vermitteln will. Los, es ist schon wieder zu lange. Das heißt, wenn du hier bist, boom, reagierst, okay, da. Du kannst auch von hier dynamisch reagieren, okay? Wenn er kommt mit der Pratze, boom, okay? Das heißt, ich hole mich von hier. Das ist viel zu lange, okay? Hier, das ist so wie Kämpfe in deinem Käfig hier drinnen. Alles, was rundherum passiert, zu weit interessiert mich nicht. Alles, was mich irgendwie angreift, oh, reagiere ich hier. Okay, da. Das heißt, nicht zu weit ausholen. Hier reagieren, dasselbe Waffe. Hier, nicht, oh, hier oder da ausholen. Aus der Hüfte, bam. Boah. Kommt der Schlag. Kennst du dir vorstellen, so ein Schlag? Sorry, gell? Ja, ja. Weil es irgendwie eingegangen ist. Selbstverständlich die Variante, wenn es die Hände auf. Boom! Ja, das, ich weiß, das ist ziemlich die Hand. Sorry. Da ist der Boom! Ist damit, okay? Das heißt, wir haben bis jetzt gehabt: 1, 2, Boom. Hier, strecken, okay? Jetzt doch die nächste Technik. Wenn ich hier, dass ich wieder mein Gewicht absenke, von hier, bam, schau, boom, hier, bam. Das ist so schmerzhaft, sorry, kommst du noch hier, du sollst das auch spüren. Du hast gedacht, du bist so begeistert, das heißt, von hier mache ich jetzt nicht das, sondern da, boom, hier, okay? Das passiert richtig, dass die denken, oh, boom, hier, nach, bam, boom, boom, wie auch immer, okay? Richtig Gewicht absenken, was ist, dass der Kopf so nach unten geht. Und genau in den Moment reagiert. Okay, sorry. Alles gut. Weil manchmal, Leute, bedeutet Selbstverteidigung, sich der Gewalt zu beugen und nicht den Hero spielen. Aber dafür bleibt sie am Leben. Vor allem, wenn ihr Familie habt oder auch die, der Aggressor kann, hat vielleicht Familie, Kinder, wie auch immer. Das ist alles total sinnlos, diese sinnlose Prügeleien, Verletzungen, wie auch immer, was man eventuell das ganze Leben dann bereut. Das braucht keiner. Keiner von uns, ja. Und Leute, noch was ganz zum Schluss, noch diese Woche kommt höchstwahrscheinlich ein Video mit meinem guten Freund, ist auch ehemaliger slowakischer Boxmeister. Er ist auch sehr gut in Filipino Martial Arts, schon seit Jahrzehnten. Ich habe denen hier früher Seminare gemacht, ist er wirklich eine Maschine. Und er bildet auch Leute aus, auch in der Militär mit Feuerwaffen. Das heißt, er kennt sich richtig, richtig gut aus. Und ich mache ein Video mit ihm, zeige ich euch, wie das in realen Situationen funktioniert mit Feuerwaffen und mit Messern. Und mache ich noch ein Video mit Stock und so, dass ich dir zeige, wie schnell, dass du schneller sein solltest wie der Gegner durch diesen Stockkampf, wie man da richtige Bodymechanik und Schnelligkeit und Präzision trainiert. Da mache ich so ein Video wieder für euch mit einem guten Meister, wenn ich diese Woche Zeit finde, beziehungsweise auch er, weil er ist ziemlich beschäftigt. Das heißt, Leute, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder in dem nächsten Video. Bleib einfach locker und ruhig und genießt den Tag. Tschüss, euer Marek.